meiste Energie von Griffin. Alles drauf mit den Beinen ein bisschen umklammern. Eis. Und dann kannst du dich festhalten hier oben. Das auf die Fluss hat Kraft. Eis. Hallo. Hallo, Mann. Guten Morgen. Möpschen. Hast du Möpschen zu ihm gesagt? Musst du erst hier oben. Ich auch hier oben festhalten an seinen Flossen. Das ist schön. Genau, das tut gut. Das ist die beste Therapie. Ne? Bauch an Bauch. Ja, Bettina, erstmal herzlichen Dank, dass du hier bist. Danke, sehr gerne. Du hast die Therapie begleitet bei Moses. Schilder mir doch mal deine Eindrücke. Ja, Moses ist natürlich ein Vorzeigejunge, ein junger Mann, würde ich sagen. Und ich habe wirklich noch nie erlebt, bei all den Kindern, die ich jetzt mit begleiten durfte, so eine Eigenmotivation. Denn Moses ist wirklich hochmotiviert in jeglicher Form. Und wenn ich dann höre, auch von der Mama Andrea, dass er zu Hause ein ganz anderes Kind ist und da nicht immer glücklich und fröhlich ist und Lust hat, so am Leben teilzunehmen, ist es für mich natürlich ein besonderes Glück, ihn hier so zu sehen und kann es kaum glauben, weil wirklich vom ersten Tag an, er schwimmt mit dem Delfin und ich sehe nur einen strahlenden Moses, wenn ich morgens komme. Und nach der Delfintherapie machen wir ja Yoga-Therapie, Koordinationstraining, Physiotherapie mit ihm. Und ich habe noch nicht einmal erlebt, dass er gesagt hat, es wird mir zu viel, egal wie anstrengend es ist. Weil er spürt die Energie vom Team. Und viel ist natürlich unserem Delfin Eis geschuldet, weil er einfach ein wahnsinnig toller Delfin ist, der das Kind einfach mitreißt oder den jungen Mann mitreißt. Aber ja, Moses spürt einfach, alle wollen für mich das Beste. Er liebt Jürgen ohne Ende, seine Mama Andrea unterstützt ihn, wo sie kann. Und er spürt, das ganze Team um ihn herum im Delfinarium und in der Dolphintherapie meint es gut mit ihm. Und das will er einfach nutzen und möchte nicht einen Tag missen. Und als ich heute Morgen kam, es ist der vorletzte Tag, sei ich einen weinenden Moses, weil er spürt, es geht zu Ende und er möchte gar nicht nach Hause, weil er sagt, nirgendwo bin ich so glücklich wie hier. Und deswegen würden wir uns natürlich freuen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Oh ja, Moses. Gerne, Jürgen, freut mich. Weil er zehrt das ganze Jahr davon und ist hochmotiviert dann auch zu Hause, sagt die Mama Andrea, einfach weiter mitzuarbeiten, seine Muskelkraft zu behalten, weil er hat ja viele Dinge, die wir von außen nicht sehen, mit denen er im Alltag zu kämpfen hat. Wie Koordinationsstörungen, Kraftstörungen. Und ja, deswegen sind wir natürlich auch in guter Hoffnung, nächstes Jahr wieder durchzustarten. Ja, Bettina, das ist ja auch zu verdanken, dir und deiner Familie und der Firma Hagedorn. Das ist wahr. Das ist wahr. Und davon auch von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, das werde ich weitergeben, von Herzen gerne. Meine Schwägerin Barbara Hagedorn und mein Bruder Thomas Hagedorn standen sofort hinter diesem Projekt, als ich ihnen die ersten Eindrücke von mir geschildert habe mit der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit dir und dem Team und den Kindern und den Delfinen. Waren sie gleich überzeugt, die Therapie zu unterstützen. Und ich bin dankbar, so eine Familie zu haben, mit dem Herz am rechten Fleck. Das ist wahr. Und wir sehen das genauso. Am liebsten würden wir dich ja gar nicht mehr gehen lassen. Ja, aber ich habe ja noch ein paar andere Aufgaben. Ja, das stimmt. Bettina, vielen herzlichen Dank. Gerne. Du bist immer gern gesehen hier bei uns. Das weiß ich, das weiß ich. Dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß. Dankeschön. Kommst bald wieder? Oh ja, gerne, Jürgen. Freut mich. Aber hinter dem ganzen Spaß steckt natürlich auch viel Einsatz von Moses. Es ist ja nicht nur der Spaß, sondern er kommt auch wirklich in Schwitzen und auch an seine Grenzen. Also es soll nicht darauf reduziert werden, dass wir hier nur ein bisschen mit den Delfinen planschen. Just for fun Delfinschwimmen. Nein, es ist ein Teil der Therapie. Aber ohne die Zusammenarbeit mit Eltern und vor allen Dingen den Kindern, die betroffen sind, können wir keinen Erfolg haben. Deswegen, Moses, ein großes Lob an dich. Es war wunderschön, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich bin so stolz, wie viele Erfolge wir gemeinsam in nur einer Woche erzielt haben. Und er sagt, er will alles zu Hause weiterüben, ne?
Ja. Alle Übungen machst du weiter, damit er weiter selbst laufen kann und leben kann, so wie du dir das vorstellst, ne? Ja? Ja. Hier. Dann noch viel Spaß jetzt. Ja, danke, Jürgen. Mein Lieber. So viel Küsschen heute Morgen. So ein lieber Eis. Ich liebe dich genauso, mein Schatz. Du bist der beste Delfin. Willst du dich wieder drauflegen? Hast du die meiste Energie. Die meiste Energie. Ganz warm ist das. Mal gefühlt, wie warm das ist. Muss ich halten, ne? Halte ich an den Schloss.